müssen auf jeden Fall noch ein Bild vom Rathaus machen. Das ist das schönste Rathaus. Okay, ich muss auch Hochdeutsch sprechen jetzt. Wir beginnen unsere Reise durch Sachsen-Anhalt genau hier in Wernigerode, in meiner Heimatstadt. Wunderschöne Märchenkulisse und trotzdem sind aus meinem Abi-Jahrgang fast alle weggegangen. Hallo! Das ist Linda. Wir haben zusammen Abi gemacht. Sie ist vor 10 Jahren wieder hierhin zurückgezogen, als eine der wenigen. Guck mal, der hängt sogar wirklich noch. Flori ist in Marburg. Christel ist in Kopenhagen. Sie ist ja ein Zweifel. Das letzte Mal, dass wir beide hier waren, war die Zeugnisvergabe, ne? Wahrscheinlich schon, ja. Das stimmt. Wenn man jetzt mal die ganzen Namen so aus unserer Abi-Stufe durchgeht, dann sind schon echt viele weggegangen. Das ist schon krass, ne? Das sind die meisten eigentlich. Die wenigsten sind hier geblieben. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, was wir am Anfang alle gedacht haben. Jetzt haben wir das Abi in der Tasche und jetzt raus in die Welt. Mhm. Das ist ja irgendwie die Vorstellung, die man hat mit knapp 20 zu dem Zeitpunkt. Linda hat ihren Traumjob in der Heimat gefunden. Sie leitet ein Museum mit und organisiert zum Beispiel Ausstellungen. Wenn du jetzt mal so vergleichst, viele von uns sind ja auch nach Westdeutschland gegangen, ich zum Beispiel, und du mal so schaust, was andere für Karrieremöglichkeiten so aus dem Freundeskreis haben und wie es bei dir so aussieht, was fällt dir da auf? Also es ist natürlich immer noch so, also weiterhin so, dass wenn man sich mit Freunden unterhält, die eben in Westdeutschland leben und arbeiten, dass die von ganz anderen Gehaltsvorstellungen teilweise auch, aber eben auch wirklich von ganz anderen Gehältern leben als ich jetzt beispielsweise hier. Das ist definitiv so. Das ist auch bedauerlich. Wie gesagt, nach 30 Jahren Wende sollte das irgendwie nicht mehr so sein, finde ich. Das, glaube ich, ist schon ein Faktum, was viele bewegt, vielleicht doch nicht wieder her zurückzukommen, weil die Aufstiegsmöglichkeiten hier eben nicht so gegeben sind wie an der Stelle, wo sie jetzt leben. Hast du an irgendeiner Stelle das Gefühl, dass du vielleicht was verpasst hast? Also viele, auch von uns, die mit uns zusammen zur Schule gegangen sind, haben natürlich tolle Erlebnisse im Ausland gesammelt oder bei irgendwelchen Hilfsorganisationen oder tolle Jobangebote irgendwo anders gehabt. Natürlich denkt man sich dann, naja gut, mein Lebenslauf sieht jetzt relativ sparsam aus an der Stelle. Ich meine, ich bin auch noch nicht so alt, also ich weiß nicht, ob ich in 20 Jahren immer noch hier sein werde. Das muss ich entwickeln. Also ich könnte mir jetzt momentan nicht vorstellen, woanders hinzugehen, sondern so wie es gerade ist, finde ich es schön. Wir machen uns auf den Weg nach Halle und kommen unterwegs durch Dörfer, die größtenteils nur noch Ruinen sind. Seit 1990 ist die Bevölkerung dramatisch geschrumpft. Sachsen-Anhalt hat fast ein Viertel seiner Bevölkerung verloren und war damit lange ein Hotspot für Abwanderung in ganz Europa. Das kann man sich leicht daraus erklären, dass hier nach der Wende es nicht zu einem Strukturwandel kam, sondern tatsächlich zu Strukturbrüchen. Und die Arbeitsplätze fielen weg, die Perspektiven fielen weg. Und so waren es vor allen Dingen junge Leute, die nach Westdeutschland gegangen sind, um dort ja beruflich Fuß zu fassen, sich zu qualifizieren. Auch ich bin damals für den Job weggezogen nach NRW, weg aus meiner Studienstadt Halle. Jenny Müller hat es genau andersherum gemacht. Sie kam mit ihrer Geschäftsidee aus dem Westen, ausgerechnet nach Sachsen-Anhalt. Also hier haben wir zum Beispiel jetzt die Sorte Cranberry Rosmarin. Da sind halt wirklich nur die Cranberries und der Rosmarin drin und dann Wasser mit Vitamin C. Und wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ich war in den Niederlanden unterwegs und da habe ich das standardmäßig im Supermarkt gesehen, aber halt auch mit so einer kurzen Haltbarkeit. Und dann dachte ich mir so, echt ein cooles Produkt, krass, dass es das noch nicht in Deutschland gibt, aber irgendwie halt auch so, wenn möchte ich es aber innen länger haltbar hinbekommen. Genau, und so sind wir dann gestartet. Und weil Jenny mit ihrem Wasser gar nicht alle Supermärkte beliefern kann, die Interesse haben, baut sie jetzt ihre eigene Produktion auf, in der Nähe von Halle. Du kommst gebürtig aus München, du hast ganz lange in Köln gelebt. Was hat dich mit deinem Start-up dann hier nach Halle verschlagen? Ja, wir waren auf der Suche nach einer Finanzierung und dann kam wirklich einfach das attraktivste Angebot aus Sachsen-Anhalt. Und das war daran gekoppelt, dass man dann wirklich seinen Firmensitz nach Sachsen-Anhalt verlegt. Also es war jetzt auch nicht so eine leichte Entscheidung. Ich habe da schon länger drüber nachgedacht, ob wir das wirklich machen sollen. Aber irgendwann dachte ich mir, doch, wir machen das jetzt einfach. So. Und jetzt rückblicken, gute Entscheidung, oder? Richtig gute Entscheidung, ja. Ich bin total glücklich, dass wir das gemacht haben. Ich habe hier extrem gute Mitarbeiter gefunden. Die hätte ich in München, glaube ich, irgendwie nicht so bekommen. Ja, man hat irgendwie quasi so ein ganzes Bundesland um sich herum, was einen dabei unterstützt, irgendwie ein Startup groß zu machen. Also man ist hier echt gut aufgehoben.
Die krasse Abwanderung von Jahrzehnten hat aufgehört. Inzwischen ziehen wieder genauso viele Menschen nach Sachsen-Anhalt wie von hier weg. Aber es fehlt fast eine ganze Generation. Und diese Lücke wird noch lange spürbar sein.